Ja, du bleibst drin, okay. Also heute habe ich aber auch... Redemption König aus der Hölle. Heute habe ich die Nummer von euch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist die Nummer von uns. Okay. Ja, ja. Heißt es nicht so? Ich habe da, also, got your number oder so? Das war irgendwie... Genau, nie gehört. Okay, dann bin ich blöd. So. Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Karmesin und Pokémon Popo und Pokémon Popo. Und da unten steht's schon, hast du Spaß am Kämpfen? Das ist die richtige Einstellung, die wir heute brauchen, denn wir haben auf jeden Fall Spaß am Kämpfen. Und wir haben uns dazu entschlossen, Kevin einzuweihen, wie der letzte Kampf ausgegangen ist. Wir haben sozusagen das Geheimnis für ihn gelüftet, weil er hat einen guten Punkt vorgebracht. Er meinte, wenn der Gewinner jetzt gegen ihn kämpft und nochmal gewinnt, ist ja der Champ-Rang oder beziehungsweise die Champ-Frage basically schon entschieden und dann wird der letzte Kampf natürlich äußerst unspektakulär. Das heißt, es ist sinnvoller, wenn Kevin jetzt gegen den Verlierer spielt und dann ist am Ende des Tages so oder so, wie auch immer der Kampf ausgeht, noch alles offen. Und deswegen werden jetzt hier die beiden Kollegen links und rechts von mir, an dieser Stelle übrigens Hallöchen Benni, Hallöchen Kevin. Hallo. Einen Kampf gegeneinander austragen und ich werde, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich auch mal wieder die Schule besuchen oder mal überlegen, vielleicht können wir ja gemeinsam mal überlegen, was wir für ein Team für den DLC zusammenstellen wollen, der ja in der übernächsten Folge starten wird. Also da geht's für uns beide los. Ich glaube, ihr könnt den jetzt schon spielen, wenn ich nicht komplett falsch in meiner Zeitschiene liege. Dann ist er für euch, glaube ich, seit diesem Mittwoch raus. Aber wir werden erst in der übernächsten Folge in den DLC reinstarten, weil wir natürlich noch die Champ-Frage klären müssen. Jo, dann würde ich sagen, ich wünsche euch beiden irgendwie maximale Erfolge. Ich bin sehr gespannt, wie euer Kampf ausgehen wird am Ende des Tages. Und wir sehen uns ja dann. Ne? Ja, super. Danke. Bis ich bin hier unerwünscht. Ne? Ich muss ja gehen. Ihr seid ja schon richtig. Theoretisch ja. Persona non grata macht sich vom Acker. Bis ja, tschüssi, ne? Bis dann. So. So, ich habe dann schon mal den Einzelkampf gestartet. Passwort natürlich. 0815. Natürlich ist es das. Ist sogar noch voreingestellt bei mir. Ja, nice. Einzelkampf, Alter. Ja, möchte ich. Ich bin leicht demotiviert. Ich glaube es. Ich bin irgendwie komplett gehypt. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist schön. Weil, ich sage mir so, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe gegen dich noch nie gewonnen. Was lustig ist, weil ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt, bei den, also wenn wir offscreen gegeneinander mit Paldea-Pokémon gespielt haben, habe ich gefühlt jedes Mal gegen dich gewonnen. Aber irgendwie hier kriege ich es nicht hin. I don't know why. Nee, keine Ahnung. Es war auch wirklich Matzes Knabbers, was mir ein bisschen Probleme bereitet hat. Ansonsten war es am Ende knapp. Ich hätte fast sogar noch irgendwie gewinnen können, aber. Dafür hätte halt. Ich weiß nicht, ob Tentera schneller war oder irgendwas anderes. Nee, ich glaube, ich hatte dann mit meinem Tauros nicht mehr Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Kann ich jetzt hier eigentlich auch... Ja, kann ich. Ich bin mal jetzt ganz schlau. Bist du das? Ja. Mach's aber nämlich auch schlau. Und mach ein Foto. Damit ich weiß, was du für ein Team hast. Oh ja, das ist eine gute Idee. Der Vorteil ist, ich habe dein Team einigermaßen noch im Kopf. Also, zum Großen und Ganzen kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern. So, und dann... Aber da ich mein Handy dummerweise als Kamera nutze, kann ich den Trick nicht anwenden. Doch, ich mach's ja auch so und mach's trotzdem. Ich mache einfach einen Screenshot, tu es bei Paint einfügen und mach auf dem zweiten Bildschirm den Paint-Screenshot. Du hast einfach die Intelligenz durchgespielt. Also heute ist bei mir ganz schlimm, ich weiß auch nicht, was los ist. Also heute ist irgendwie... Ich bin überhaupt nicht draufgekommen. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Meine Güte, so. Hast du jetzt rechtzeitig entschieden? Ja, oder? Ja, ja.
Ich habe extra mit Absicht laufen lassen. Also ich wusste schon die ganze Zeit, was ich mache, aber... Ja, warum hast du mit Absicht laufen lassen? Hä? Damit ich noch Vorbereitung treffen kann, wie den Screenshot zum Beispiel machen. Okay. Ja, ich muss mal den Screenshot ein bisschen zuschneiden, weil ich sehe, meine Facecam ist total beschissen. Okay, Balindis. Das ist vollkommen in Ordnung. It's whatever. So. Okay. Ulithena. Ja. Na, mal sehen. Ah. Ich glaube. Was? Aber man merkt irgendwie schon wirklich den Unterschied, wenn Kevin kämpft und wenn Matze kämpft. Matze drückt halt einfach das Erstbeste und denkt sich, ja, oh, okay, mache ich das. Kevin überlegt. Wahrscheinlichkeitsrechnung, Excel-Tabelle mit Wahrscheinlichkeiten. Mit allen Attacken, die der Gegner lernen kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und die bestmögliche Auswahl. Naja, das ist schon wichtig und richtig. Naja, das Einzige, was ich hin und wieder mal mache, ist auf PokeWiki gehen und die Initiativpferde vergleichen, aber sonst. Das ist richtig, ja. Ich muss erst Beste und ärgere mich dann. Muss mal schauen. Ah, okay. Tarnsteine. Das ist erstmal okay. Das ist erstmal okay. So. Das heißt... Ja, das ist eine Möglichkeit, das aber nicht. Also das ist mit dein schlimmstes Pokémon. Wenn ich das irgendwie weg hab, dann ist Easy Life, glaube ich. Hoffe ich. Easy Life, warst du? Naja. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich's kaputt mache. To be honest. Wer ist denn einfach draufhaust? Naja, das ist das Problem, ne? Mit einem Pflanzen-Pokémon gegen Stahl-Pokémon einfach draufhauen ist halt auch wieder eine komplette Quatschaussage. Also, kein Wunder, dass du verloren hast, ganz ehrlich. Okay. Hart. Hart. Richtig hart. Das ist okay. Lol, was das für ein Damage macht, ey. Schon insane. Never underestimate Ulithena, Junge. Okay. Nein! Doch, ich kann Pollenknödel! Ich wusste das! Ich wusste, dass ich damit nochmal was Besonderes machen kann. Ich hab's extra noch neu erlernt. Ah, touché. Ich dachte, es. Not expect this. Ja, Käfer expecten die meisten nicht. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Okay, da haben wir eins schon mal weg. Und ein sehr starkes tatsächlich. Es hat bei mir noch nie irgendwas gemacht, to be honest. Obwohl es eigentlich ja im Juba ist, ne, teilweise. Oder war. Ja, aber ich habe bisher noch nichts irgendwie damit anfangen können. Ja. So, mal gucken, was du so als nächstes machst. Ja, du bleibst drin, okay. Also heute habe ich aber auch... Redemption König aus der Hölle. Heute habe ich die Nummer von euch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist die Nummer von uns. Okay. Ja. Heißt es nicht so? Ich habe da also Got Your Number oder so? Das war irgendwie... Genau, nie gehört. Okay, dann bin ich blöd. So. Das Problem ist halt, ne, dass ich, wobei, das könnte doch was sein, oder? Wenn ich hier das gerade so sehe,
Das könnte gut sein. Wir machen das einfach. Ach, Manu. Let's see. Weniger Schaden, als ich gedacht habe. Nö, damit habe ich gerechnet. Tatsächlich, das ist gar nicht mal die Sache. Hast du mit dem kleinen Imperio gerechnet? Nee. Ich habe gedacht, dass alles zumindest einigermaßen effektiv treffen wird. Naja, das ist relativ bulky. Also das definitiv. Martoro! Das war das Wasser. Na, genau. Ah, oh, danke! Ah, shit. Hab ich nicht dran gedacht. Dadurch macht es mehr Damage, als ich dachte. so. Mal schauen. Ja, Taurus, ist schon okay. Das beruhigt dich mal. Ah, ich weiß wieso. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich weiß wieso. Komm schon! Okay. Es war ein 50-50-Ding. Machst du Erdbeben? Nee, schade. Ach Mann, ich dachte, du machst Erdbeben. Nee, warum Erdbeben? Hä? Das ist eine viel bessere Attacke, die ich hätte machen können. Welche denn? I mean, was ist Taurus noch für ein Typ? Wasser und Kampf. Ja, ja. Also wusste ich nicht immer, dass es Kampf ist. Es trifft halt vierfach effektiv. Ah, okay. Also es war ein 50-50-Ding. Mit dem Voltrean habe ich so halb gerechnet, aber ich hatte halt auch mit dem Azuklades jetzt gerechnet, dass du das bringst, um eine Kampfattacke abzutanken. Ach so, nee. Oder Voltrean wäre ja auch mit einer Kampfattacke nicht so effektiv getroffen worden. Naja, deswegen ja. Aber... Schade. Kampf. Ach schade, es ist mein Voltrean natürlich komplett umsonst gestorben. Ach nein, ich bin doof. Oh. Ich berechne immer nicht den Zweityp von Ulithena. Jedes Mal ja, ich nicht. Auch jedes Mal. Warum ist es eigentlich überhaupt normal, Pokémon? Kann mir das irgendjemand erklären? Ah, das ist natürlich jetzt... Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Naja... Geh mal noch nicht so rein. Nee, alles gut. Ich bin noch... Nur gesagt, dass es nicht gut aussieht. Alles gut, das ist gar nicht mein... Was machst denn du jetzt aus deinem Taurus? Kampf? Oder was ist das? Oh nein, du bist schneller als ich? Du bist schneller als ich? Ich war mir verhältnismäßig sicher, aber nicht hundertprozentig. Nee, aber dann habe ich wirklich keine Chance mehr.
Ich hab keins. Hä? Aber wie hat Matze das besiegt? Ich versteh's nicht. Matze hat's besiegt. Mit was denn? Mit was war's denn nochmal? Mit. Weiß ich nicht. Hat irgendwas, wo es nicht viel machen konnte. Was hat Matze denn nochmal im Team? Weiß ich doch nicht. Tentera. Och, Mann. Krokoloko. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, was es war. Damn, was hat Matze denn für ein Team? Warte mal. Es ist im Endeffekt egal. Ich kann nichts machen. Mehr. Och Mann, ach, das ist jetzt blöd. Naja, ich kann mir aber nichts vorwerfen. Was soll ich machen, wenn du mich outspeedest? Also, ja, der Team was? ist echt das Problem, dass es langsam ist. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin schneller als Matzes. Yes, jedes Pokémon von Matze. Außer Pamomamo. Ja, aber das ist halt einfach schwach. Drin. Aber das ist halt einfach schwach, das hält ja nicht aus. Also, das hat mir immer Probleme bereitet, to be honest. Mir nie. Agilusa, stimmt, Agilusa hat er als letztes. Aber das ist doch nicht schneller als das Tauros. Nee, aber mein Tauros macht nicht genügend Schaden, um volles Agilusa zu one-hitten. What? Okay. Mit was denn? Nahkampf trifft nicht effektiv, weil es er Psycho ist. Wasser trifft nicht effektiv, weil es Wasser ist. Und Erdbeben trifft nur normal, ist aber kein Step. Och Mann, das ist halt, das ist das, was ich meine so. Deswegen finde ich das Competitive sinnvoller, weil was soll ich hier machen, wenn die Zusammenstellung blöd ist? So. Och Mann, jetzt bin ich sad. Ich glaube, der Tiefschlag hätte jetzt auch nicht viel gemacht am Ende. Ich hab keinen da drauf. Achso. Nee. Hätte ich vielleicht meinem Thicket Tiefschlag einen Abschlag oder sowas beigebracht, hätte ich vielleicht sogar auch gegen Matze gewonnen. Och Mann. Es hat so gut angefangen und dann war es relativ unspektakulär. Aber siehst mal so, wir haben ja eventuell nochmal andere Kämpfe, die wir machen. Da kannst du ja dein Team nochmal komplett umändern. Das ist halt das, also mich stört ja nicht, dass ich verloren habe, mich stört, dass ich nichts machen kann. Ich mag das nicht, wenn ich nicht, also ich hätte können machen, was ich will. In dem Moment, das war einfach, du outspeedest mich und one-shottest mich alles. Und gut ist. Du musst eigentlich durchgehen, so ziemlich. So, und das ist halt blöd. Naja gut, wir gehen mal zu Matze, mal sehen, was der so sagt. Mal. Hallo Matze. Hallöchen Kevin, dann gehe ich jetzt doch nicht zu Mimi, sondern werde in die Eingangshalle gehen. Dann erzähl doch mal. Ja, ist relativ kurz erzählt. Ja? Ja, weil ich habe relativ schnell verloren. Okay, woran hat's gelegen? Ich war zu langsam. Und Kevin war halt wieder zu langsam. Also Tauros hat jedes meiner Pokémon outspeedet und damit brauchte ich nicht mehr weiterspielen. Es war wirklich so. Ich brauchte nichts machen. Das hat mir ein bisschen devastated, weil ich hätte können so gut spielen, wie ich will. Es ist egal. Es war einfach egal. Das ist hart. Es ist einfach schneller als jedes meiner Pokémon. So. Ich weiß nur nicht, ob du, wenn du bei London nicht mega entwickelt hättest. Mega entwickelt? Das sind wir ja hier ganz mega bei London auch. Terra kristallisiert. Dann hätte Nahkampf. Na nee, es wäre doch einmal getroffen. Ich dachte, ein Kampf ist gegen Kampf nicht effektiv. Nee, das ist nur normal. Ja, am Anfang ging es übel gut los. Da habe ich einen richtig gut überraschten Benny und so. Also wie gesagt, ich war vom... Wie hat Benny denn geleadet? Das ist eine Frage, die muss ich einfach stellen. Mit meiner Beilindis. Ah, faszinierend. Das war aber nicht mal das Problem. Das war alles okay. Habe ich deinen Bipsiopatra oder wie es heißt? Das hast du gleich rausgenommen. Das habe ich instant rausgenommen. Das war eigentlich, wie gesagt, vom Dings war ich heute echt gut drauf, aber was soll ich machen, wenn ich langsamer bin? Das ist. Ja. Brauche ich einen Kampf nie spielen. Das ist immer ein bisschen blöd. Das mag ich nicht.
Naja. Das ist tatsächlich ärgerlich. Das Problem hatte ich gegen Benny teilweise auch, dass sein Matoro echt schnell war, muss ich sagen. Also das hat viel von mir outspeedet. Hm. Aber ist nicht so schlimm. Was mir jetzt gerade so im Nachhinein auffällt, das hat eigentlich überhaupt nichts gebracht, dass ich meinen Knattertox nochmal wiederbelebt habe. Also ich hab's nicht noch einmal gemacht. Nee, aber... aber es hätte vermutlich auch gegen Matoro dann nicht groß was machen können, weil es wäre vermutlich schneller gewesen und... Ja. Aber es hat meine Moral gebrochen, zu wissen, das Scheiße, du kannst ja wiederbeleben, verdammte Axt. Und meine Moral hat's gesteigert. Ja Mensch, spektakulär, das heißt, wir sind jetzt tatsächlich in der Situation, dass wenn Kevin gegen mich gewinnen sollte in der nächsten Folge, dass wir dann keinen eindeutigen Champ küren können, weil ja, jeder von uns einmal gewonnen hat. Das heißt, die Entscheidung, wer der Champ wird, muss vertagt werden auf das Ende des ersten DLCs. Tja, und da hoffe ich rein egoistisch einfach auf Kevin, weil dann habe ich nämlich noch eine Chance, Champ zu werden. Ja, na möglich ist es. An der Stelle, lieber Kevin, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht und ich muss ehrlich zugeben, ich finde deine Idee, dass du dir ein Team aus Regionalen zusammenstellst, äußerst charmant. Ist es so? Ich weiß auch nicht, ich bin heute komplett Ideen on fire. Es ist keine Ahnung, was also, los ist. Ohne Scheiß, ne? Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht einen ähnlichen Weg gehe und mir ein Alola- oder Galar-Team zusammenstelle. Muss allerdings erstmal prüfen, welche der Pokémon mir da hier zur Verfügung stehen werden. Ja. Und ein, was habe ich auch gesagt, mein Starter-Pokémon ist gesetzt, das wird bleiben. Also das werde ich nicht austauschen. Sowas habe ich auch schon gedacht, dass ich irgendwie ein oder zwei vielleicht doch dabei belasse. Ne. Aber mal gucken, vielleicht werde ich tatsächlich ein bisschen durchwechseln. Die Möglichkeiten sind ja da. Definitiv. Es ist halt die Frage, also das würde mich nochmal interessieren, ihr wisst es bestimmt besser als ich. Die Frage ist, bei welchem Level man anfängt. Das ist eine gute Frage. Das kann ich euch, da ich wahrscheinlich vorzocken werde, bestimmt beantworten, was so das empfehlenswerte Level ist. Ich gehe mal davon aus, bei Schwert und Schild waren... Beim ersten DLC war man so mit Level 50 ganz gut dabei. Anfang! Ja, ja. Okay. Was mir jetzt aber ein bisschen irritierend wäre, weil mit Pokémon sind ja schon Level 60. Man geht ja davon aus, dass man das Spiel schon durchgespielt hat. Also sozusagen müsste man sich das Team komplett hochziehen frisch. Ja, du müsstest ein bisschen investieren. Was ja nicht so problematisch ist. Nee, aber ich würde das lieber onscreen zeigen, anstatt offscreen, weißt du. Aber ich finde es immer blöd, dass mir das dann verwehrt wird, weil, naja... es so hoch einsteigt schon, wisst ihr? Das meine ich jetzt damit. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Schauen wir mal. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber die Idee, Kevin, finde ich nichtsdestoweniger äußerst appealing. Schön, ne? Ich weiß auch nie. Also heute bin ich on fire. Ich hätte sollen irgendwie heute Lotto spielen oder so, oder keine Ahnung. Nee, hätte ich da trotzdem nicht empfohlen. Okay, nee, dann nicht. Es gibt übrigens auch, was mir gerade so einfällt, erste, naja, Vermutungen der Spielerschaft, nachdem man die Trailer gesehen hat, dass tatsächlich Game Freak sich hingesetzt hat und sich ein bisschen an der Grafik-Performance-Schraube gedreht hat. Nee. Im positiven Sinne. Nein! Never! Man kann mild optimistisch sein, dass mit dem DLC möglicherweise, nee, und da ist jetzt sehr, sehr viel Konjunktiv dabei, weil ich, take it with a grain of salt, weil es ist einfach nur Vermutungen, die anhand eines Trailers gemacht wurden. Das kann natürlich sein, dass Game Freak den Trailer einfach mit 60 FPS auf ihrer Höllenmaschine aufgenommen hat. Aber möglicherweise tut sich da was. Ich fände es auf jeden Fall sehr nice. Also es wäre nice, aber nee, wird nicht passieren. Benny denied das und wenn Benny das denied, dann ist es auch so. Okay. Aber war ja, schön gedacht. Ja, nee, war schön gedacht. Wäre schön, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Sorry, Game Freak, ihr könnt die Arbeit wieder zurückziehen. Benny hat's denied. Ich hab's nicht denied. Ich kann's mir nur nicht vorstellen, dass es so ist. Zu spät, ich hab nichts denied. Nee, Kevin, ich hab's denied. Out of nowhere. Ich hab einfach mal gelogen. Hä? Nee, ja, ich bin einfach heute on fire. Was willst du denn jetzt? Es ist alles, was ich sage, ergibt Sinn und jeder stimmt mir zu und es ist einfach. Alles klar. Was haltet ihr denn von einem Tauros Raid? 4 Sterne, Gestein. Ja, warte, aber kurz. Ich will kurz das Maskeregen hier umnieten. Okay. Du kannst ja trotzdem schon mal die Einladung senden. Das sind 2 Minuten Zeit. Das wird ja wohl Kevin in 2 Minuten schaffen. Wenn Kevin dann die Einladung noch hat. Ja, ja, du kannst ja einfach über das Poképortal beitreten. Oh ja, stimmt. Du hast den Punkt.
Ja, mei, ich bin manchmal. Ja, freilich. Hey, ja. Moment, ich weiß, der Kevin ist heute am Feier, aber ich habe manchmal auch einen Tag, wo ich ein bisschen mitdenken kann. Ja, aber der Kevin jetzt heute mal on fire, das heißt doch gar nichts. Oh lol, hast du jetzt schon eingeladen? Ja. Oh Mann, ich dachte, ich krieg die Einladung schon mal. Auch wenn ich im Kampf bin oder so, was weiß ich denn? Terror Raid. Terror Raid. Ich habe gerade 2 Unterrichtseinheiten zu Terror Raid gemacht. Ich bin übelster Experte jetzt. Übelster Experte. Also ich übe quasi jetzt für die Zwischenprüfung. Nice. Die ich bestimmt irgendwann ablegen werde. Was ist denn das für ein mit Sicherheit. Gestein, ne? Ja. Kannst sogar bleiben mit deinem Plat Imperio. Martora. Ist aber nicht die Wasserform, oder? Ist die Standardform. Ich glaube die Stani-Form. Die Stani. 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 Stani-Nani. Oh, nice, das macht sogar Bedrohung. Ja. Couldn't care less. Ah, jetzt kann ich hier Sneak Peek auf Kevins Fähigkeiten erhaschen, was Glad Imperio hat. Ist sinnvoll, es hat mich überrascht. Finde ich auch jetzt ein bisschen gemein, dass du das gesehen hast. Ja, du hättest es ja nicht nehmen müssen, ne? Ja, als ob ich daran denke. Das hast du mit Absicht gemacht. Ja, nur weil du gewinnen willst. Klar. Ich habe übelst mit Absicht genau dran gedacht, dass du jetzt dein Pokémon mit dem Sammelist nicht kriegen kannst. Das ist schon ziemlich fies von der Matze. Echt ja, so? Ich auch sagen, ich bin also, so ein Rindvieh manchmal. Kann ich auch mal wieder was machen, oder? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich habe literally einmal eine Abspaltung gemacht und that's it. Oh, guck, ich darf. Oh, toll, jetzt bin ich tot. Danke für gar nichts. Das ist sehr effektiv. Oh ja, komm mir doch nicht damit. Aber das müsste den Bedroher aufgehoben haben, oder? Ja, das schon. Ja, nochmal. Kann jemand kurz anfeuern? Ich würde eine Abspaltung machen. Sorry, ich habe schon einen Blumentrick ausgewählt. Holy fuck, das ist ja sehr effektiv, stimmt. Komplett vergessen. Dann mache ich's. Oh, danke. Dankeschön. Dann spalte ich mich nochmal ab. Ah, Sinnkopfstoß, netter Versuch. Ich spiele das gerade viel zu taktisch für einen simplen Taurus Raid, aber egal. Einfach so simpel ist der gar nicht, also ich. Ich hab bis jetzt noch nicht so viel gemacht. Genau. Ich wurde schon wieder gewone-hitted. Was macht ja, man eigentlich zu one-hitten? Boden wahrscheinlich, ne? Nee, eine Kampfattacke. Kampfattacken. I see. Oh nee, angeblich. I see what he did there. Hate that shit. Also, so deutlich ist es gar nicht, dass wir den Raid gewinnen. Ja, doch, das kriegen wir hin. Wieso hab ich denn eigentlich meine Attacke? Der hat meine Attacke einfach ignoriert, ne? Das passiert ja auch gerne mal. So, jetzt. Das ist das, was ich vorhin meinte, liebe Freunde, als ich gesagt habe, die Raids sind alles andere als rundenbasiert. Das ist einfach nur ein wildes Draufgedresche. So, wir fangen das aber mal. Schließlich haben wir uns damit Mühe gegeben. Was nehme ich denn für einen Ball? Ich habe ja einen Premierball. Ich nehme einen Luxusball, einfach weil es farblich passt. Du hast Taurus besiegt. Danke. Taurus, aber... Na schön. Cool, Leo. Das war doch mal ein nicer Abschluss, würde ich sagen. Ist so. Ja, Raids sind immer coole Abschlüsse. Ja, finde ich auch. Also obwohl die Raids mir nicht so viel Spaß machen wie die in Schwert und Schild, finde ich, ist es immer noch ein cooles Feature. Also kann von Pokémon Go halten, was man will, aber das haben sie schon gut gemacht, dass sie das ins Hauptspiel gebracht haben. Meinst du, hat einen Taurus gefangen? Zeichnet sich durch seine dicken Muskeln und sein wildes Temperament aus. Ist das Kevin oder Taurus? Ui, das ist eine richtige Frage.
Lol. Warte mal, Pokédex, wo ist denn? Kannst du mir sagen, welche Nummer Taurus hat? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ah ne, ich kann ja einfach gucken. Zuletzt gefangen. Perfekt. Es hat einen muskulösen Körper und zeichnet. Hast du das nicht auch gesagt? So ähnlich, ja. Zeichnet sich im Nahkampf aus. Mit seinen kurzen Hörnern zielt es auf die Schwachstellen des Gegners ab. Ich glaube, es ist dasselbe, oder? Ähnlich. Also, zumindest sehr nah dran. Schade eigentlich, Mensch. Hab so viel Inbrunst reingelegt und dann ist es basically derselbe Eintrag. Hat mich jetzt ein bisschen nicht so abgeholt. Naja. Naja, was willst du machen, ne? Kannst du nichts. Aber du hast es versucht, das ist doch das Wichtigste. Das stimmt. Ich habe wirklich alles reingelegt, was ich hatte. So, aber Stichwort alles reinlegen, das werde ich in der nächsten Episode ebenfalls tun, denn da gibt es den finalen Showdown zwischen Kevin und mir. Das heißt, ein Kampf ist noch offen. Zurzeit steht es 1:1:0 für Benny und mich sozusagen. Das heißt, wenn Kevin diesen Kampf nächstes Mal für sich entscheiden kann, dann steht es 1:1:1. Das heißt, der Kampf ist insofern äußerst spannend, als dass ja, entweder ein Champ gekürt wird oder wir die Entscheidung sozusagen vertagen müssen auf den DLC, den wir, wie schon erwähnt, in der übernächsten Folge starten werden. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschalten, wenn ihr das erleben wollt, wie wir uns mit der türkisen Maske beschäftigen werden. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ihr hoffentlich auch. Wenn dem so ist, dann, wie gesagt, gerne reinschalten bei einem von uns oder sogar bei uns dreien, je nachdem, wie dedicated ihr seid. Dedication ist ein gutes Stichwort, denn damit könnt ihr jetzt auch auf den Like-Button drücken, wenn es euch gefallen hat, und natürlich auch ein Abo dalassen voller Dedication. Immer wieder eine schöne Sache. Wir wünschen euch einen fantastischen Sonntagabend und während Benny hier heimlich in sich reinlacht, würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Ciao.